Warum hatte Ronald Reagan so viel Erfolg in den USA? Warum hat Dukakis gegen Bush eher dürftig ausgesehen? Warum sind Björn Engholm oder Volker Hauff beliebter als Peter Glotz? Professor Ludwig Jäger, Sprachwissenschaftler der TH Aachen und seit neuestem Medienberater im Rahmen des von ihm gegründeten Forschungszentrums für Kommunikation und Schriftkultur. Haben Sie eine Antwort parat, Herr Jäger? Ja, ich glaube, dass Sie hören wollen, dass die besser beliebten sozusagen von Medienprofis beraten sind und die weniger guten nicht von Medienprofis beraten sind. Das glaube ich allerdings nicht. Sicher war Ronald Reagan ein Medienprofi. Jedenfalls war er ein guter Schauspieler. Ob das allerdings seine Beliebtheit oder sagen wir seine offensichtliche Beliebtheit in der amerikanischen Öffentlichkeit allein hervorgerufen hat, wage ich nicht zu beurteilen. Es scheint aber doch so zu sein, dass immer mehr das Wie wichtig wird. Die Inhalte treten immer stärker zurück. Das heißt, die politische Macht ist praktisch das Ergebnis gelungener Selbstdarstellung, Herr Jäger. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Ansichten, die Politiker und in der Öffentlichkeit auftretende Persönlichkeiten zu dieser Frage haben und die Erwartungen, die das Medienpublikum hat. Ich glaube, dass da ziemlich große Differenzen bestehen. Also wir haben unsere Angebote, die wir im Rahmen unseres Forschungsinstituts machen, natürlich gestützt auf Untersuchungen, zum Beispiel der Publikumserwartungen. Wir haben etwa Jungwähler untersucht, haben sie beurteilen lassen, wie sie Elefantenrunden im Fernsehen, ja eine sehr bekannte politische Selbstdarstellung von Politikern, beurteilen und dabei zu unserer Überraschung festgestellt, dass das Konsumbedürfnis weit geringer ist als das Bedürfnis nach sachlicher Information, nach Informativität, nach Glaubwürdigkeit der Politiker, nach Durchsichtigkeit der Gesprächsführung. Also ich glaube, dass da eine Diskrepanz ist zwischen den Erwartungen, die Politiker hinsichtlich des Publikums haben und der Aufgeklärtheit des Publikums. Werfen Sie das dem Publikum vor? Nein, im Gegenteil. Ich werfe das den Politikern vor. Ich glaube, dass das Publikum viel rationaler, vernünftiger und erwachsener ist, wie das Politiker oft durchscheinen lassen bei ihren Auftritten. Dann ist es also doch kein großer Bluff. Was meinen Sie, ein großer Bluff? Die Kunst der Darstellung in den Medien, das heißt mehr scheinen als sein. Also ich glaube, dass Politiker gut beraten wären, wenn sie diese Umorientierung, diese Aufgeklärtheit des Publikums besser zur Kenntnis nehmen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir die Wahlberichterstattung jetzt der jüngsten Europawahl betrachten, also die Politikerkommentare am selben Abend, da ist zum Beispiel auffällig, dass Politiker den Rest der Welt mit diesem etwas abschätzigen die Menschen charakterisieren. Also die Menschen verstehen nicht oder die Menschen haben noch nicht bemerkt, etc. Das sieht ja fast so aus, als ob Politiker sich aus der Spezies Homo sapiens sapiens ausschließen wollten. Tja, wer weiß es denn? Dass sie sich wahrscheinlich nicht zu Tieren machen, nimmt man an, sie tendieren mehr dazu, Götter zu sein. Also so abschätzige Redeweisen, die ja nach dem Prinzip der Ausbürgerung des Wählers aus der gemeinsamen Welt der Erwachsenen immer so ein bisschen riechen. Ich glaube, dass das sehr unvernünftig ist und dass das bei weitem die Wähler unterschätzt. Ja, vielleicht kann Ihr Institut ja da mithelfen. Ich möchte aber gerne noch was zitieren aus einer kleinen Broschüre, Herr Jäger. Wer in verantwortlicher Position ist, muss in den Medien Rede und Antwort stehen können. Es gilt, in knappster Zeit sicher und überzeugend aufzutreten. Wir beraten Sie für Ihre Medienauftritte, telefonisch, schriftlich oder in Trainingsseminaren. Haben Sie keine Skrupel, Herr Jäger, wenn Sie das so anbieten? Nein, überhaupt nicht. Also ich halte es erstens für wichtig, dass man lernt, wie man mit der ganz für viele Journalisten, aber auch für viele in der Öffentlichkeit stehende Bürger, die etwas überraschend mit diesem Problem konfrontiert sind, dass man also lernt, wie man in der Öffentlichkeit auftreten soll, dass man seine eigenen Verhaltensformen kontrolliert, dass man Prinzipien einer, wie ich das nennen würde, kommunikativen Ethik beherrschen lernt. Und sowas kann man bei uns lernen. Und ich halte das für eine sehr wichtige und sehr gute Angelegenheit und bin überhaupt nicht überzeugt davon, dass das Anlass sozusagen zu kritischer Kommentierung gibt. Sei denn, man würde sowas nur unter der Maxime durchführen, die Sie an den Anfang des Gesprächs gestellt haben, nämlich die Maxime mehr scheinen als sein. Sehen Sie, jetzt ist es Ihnen auch passiert. So muss ich, glaube ich, heißen. Und nach dem Prinzip wollen wir natürlich nicht verfahren. Haben Sie denn auch für Hörfunkmoderatorinnen ein besonderes Seminar? Wir haben natürlich sozusagen Seminare zur Sprecherziehung. Ich muss die ständig aufsuchen, weil ich ein süddeutsches SCH und CH-Problem habe und weil ich auch viel zu schnell spreche, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder. Mir ist allerdings aufgefallen, dass in dem Maße, in dem Redakteurinnen
ihre Sendungen zunehmend selbst moderieren, Lispelfehler vor allem im westdeutschen Rundfunk um sich greifen. Naja, dann lassen wir es jetzt dabei, Herr Jäger. Wir sind ja beide auch nicht perfekt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Kurztipps zum Medienauftritt. She is sleeping and as I watch her face, well, I have left to wonder, does it bring her down this way? Past the country and the water and the shore, and the steeple and the word that I knew has been heard until the day. .30 Uhr Deutschlandfunk, die Nachrichten. Oslo. Die nächtliche Kollision des sowjetischen Kreuzfahrtschiffes Maxim Gorki im Nordmeer mit einem Eisberg ist für die Passagiere und die Besatzung nach letzten Berichten glimpflich verlaufen. Wie offiziell mitgeteilt wurde, sind inzwischen alle 577 Passagiere, darunter 563 Deutsche aus der Bundesrepublik, von dem leckgeschlagenen Schiff geborgen worden. An der Rettungsaktion waren ein norwegisches Küstenpatrouillenschiff und mehrere Hubschrauber beteiligt. 30 Passagiere wurden inzwischen in ein Krankenhaus nach Spitzbergen geflogen. Nach Angaben der deutschen Chartergesellschaft, der Maxim Gorki, der Phoenix Flugreisen GmbH in Bonn, ist beabsichtigt, alle deutschen Gäste des Schiffes noch im Laufe des Tages in die Bundesrepublik zurückzufliegen. Unklar ist weiterhin, ob die Maxim Gorki, die durch die Kollision mit einem Eisberg an der Steuerbordseite einen längeren Riss erhalten hat, vor dem Sinken bewahrt werden kann. An Bord des Schiffes befinden sich noch immer die etwa 380 Besatzungsmitglieder, um die Rettungsbemühungen zu unterstützen. Bonn. Bundesaußenminister Genscher erwartet, so wörtlich, früher oder später ein Übergreifen des im Ostblock im Gang befindlichen Reformprozesses auch auf die DDR. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Genscher, die Führung in Ostberlin werde erkennen müssen,
dass es auch in ihrem Interesse liege, die DDR selbst attraktiver zu machen. Dies würde auch das Problem des Ausreisedrucks mildern, der von der inneren Lage in der DDR beeinflusst werde. Der Politiker der Freien Demokraten widersprach zugleich der Ansicht, dass die Reformpolitik des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow zu einer Destabilisierung führen könne. Genscher meinte, dies könne nur im Verständnis autoritärer Staatsführungen so sein. In den Reformprozessen werde eher ein Zeichen von innerer Gelassenheit und Stärke deutlich. Zugleich nannte der Außenminister ein konstruktives Eingehen auf die östliche Politik der Öffnung wichtig und notwendig. Saarbrücken. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Breit hat die CDU davor gewarnt, Positionen der Republikaner zu übernehmen. In einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk schloss Breit heute einen solchen Weg zur Bekämpfung dieser rechtsradikalen Partei aus. Er meinte, vielmehr müsse die Union jetzt ihre Politik überdenken, besonders dort, wo sie alleine regiere. Der DGB-Vorsitzende fügte hinzu, es sei keinerlei Zufall, dass die Republikaner ausgerechnet in Bayern und Baden-Württemberg erhebliche Stimmenanteile erhalten hätten. Weiter meinte Breit, es sei bedauerlich, dass so viele Arbeitnehmer die Republikaner gewählt hätten. Bonn. Die Grünen haben eine Einladung der DDR zur Teilnahme an der Nachfolgekonferenz über atomwaffenfreie Zonen in Ost-Berlin abgesagt. Fraktionssprecher Lippelt begründete dies heute in Bonn damit, dass die DDR-Führung den Militäreinsatz gegen friedliche Demonstranten in China unterstützt habe. Außerdem sei nicht sichergestellt, dass bei dem Treffen offen diskutiert werden könne. Wien. Vier DDR-Bürger, darunter eine Frau, sind gestern in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Budapest geflüchtet. Der Verlobte der Frau, ein 23-jähriger österreichischer Student, erklärte heute in Wien, in der Budapester Botschaft habe die Gruppe um politisches Asyl in der Bundesrepublik Deutschland ersucht. Die diplomatische Vertretung Bonns gab bisher keine Stellungnahme zu dieser Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP ab. Bonn. Bildungsminister Möllemann hat heute einen Entwurf zur Neuregelung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorgelegt. Wie Möllemann in Bonn mitteilte, sollen die Bedarfssätze und Freibeträge um 3% steigen. Der BAföG-Höchstsatz für einen auswärts untergebrachten Studenten betrage dann 890 Mark statt bisher 845 Mark. Das Bundeskabinett soll den Entwurf im Herbst verabschieden, damit er am 1. Juli 1990 in Kraft treten kann. Das Wetter: heute im Südosten noch wolkig, vereinzelt Gewitter, sonst sonnig, trocken und Höchsttemperaturen 25 bis 30, morgen bis 33 Grad. 14.34 Uhr die nächsten Nachrichten. Ich verbessere mich. 15.34 Uhr die nächsten Nachrichten um 16 Uhr. Deutschlandfunkmeldungen zur Verkehrslage. Staus werden von folgenden Autobahnen gemeldet: aus Nordrhein-Westfalen von der A1 Dortmund Richtung Bremen zwischen Lengerich und Osnabrückhafen 2 Kilometer. Von der A4 Aachen in Richtung Köln zwischen Kreuz Aachen und Eschweiler 1 Kilometer und im weiteren Verlauf zwischen Kerpenbuhr und Kreuz Köln West ebenfalls 1 Kilometer. Von der A46 von Düsseldorf in Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Faresbeck und Wuppertal-Elberfeld 1 Kilometer. Baden-Württemberg, A5, von Frankfurt in Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal 5 Kilometer und in Gegenrichtung zwischen Waldorf-Wiesloch und Heidelberg-Schwetzingen 2 Kilometer. Boulevard, zweiter Teil, noch bis 5 vor 4.
Hurra Deutschland. Gestern noch waren wir gespannt auf die Premiere. Heute sind wir eher entspannt. Enttäuscht? Alles in allem gab es keinen Grund zur Aufregung. Much ado about nothing, so könnte man im Hinblick aufs englische Vorbild meinen. Hurra Deutschland. 5,6 Millionen Zuschauer haben es gesehen. Elke Heidenreich auch. Dass es auch bei uns jetzt möglich ist, hohe Häupter als hässliche Knautschpuppen zu karikieren und Obrigkeiten und Stars nicht so ernst zu nehmen, wie die das gerne hätten. Ein Pluspunkt. Minuspunkt, dass wir dazu immer erst die anderen brauchen, weil diesem unserem Volke Respektloses niemals von allein einfällt. In diesem Fall war das Vorbild eine englische Serie. Pluspunkt, die Puppen sind schön gemacht. Das Typische an Kohl, Geißler, Zimmermann, an Carell, Steffi Graf oder Gero von Dingenskirchen ist sehr witzig und gekonnt herausgearbeitet. Und Puppe Biolek hält auch immer schön niedlich die Händchen abgespreizt. Minuspunkt, was die so Gezeichneten hingegen sagen, sind watteweiche Wölkchen, kleine Scherzchen, glucksende Witzchen. Und das, was man Satire nennt, grüßt nicht einmal von Weitem. Pluspunkt, Redakteur und Abteilungschef hatten uns ja schon gewarnt. So böse wie in England würde das bei uns natürlich nicht werden. Alles sei auf ein, Zitat Unterhaltungschef Klamroth, für deutsche Verhältnisse erträgliches und akzeptables Maß eingependelt worden. Denn, so Redakteur Gräbe, sowas muss man behutsam auf die Schiene setzen, sonst gibt's Proteste. Ja, 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 bloß keine Proteste. Und was erträglich ist, bestimmen die da oben. Vielen lieben Dank, dass ihr es immerhin doch schon zugebt. Das ist bisher die schönste Pointe der neuen Serie Hurra Deutschland. Minuspunkt, manche Puppen, zum Beispiel Boris und Steffi, tauchten nur so kurz auf, dass man gerade in den verknautschten Gesichtszügen erkannt hat, wer das denn nun wieder war, da waren sie auch schon wieder weg. Gero von Dingsbums dagegen durfte labern und labern mit der Ausführlichkeit deutscher sozialdemokratischer Oberlehrer. Pluspunkt, dass wir alle so betreten und ohne großes Gelächter zugesehen haben, lag auch an der beklemmenden Republikanerluft, die uns seit Sonntag so eindeutig anmodert. Da hätte es jede Satire schwer gehabt zu greifen, wie erst eine so brave, die niemandem wehtun will. Ziehen wir mal ein nicht zu strenges Fazit. Unsere Minister in Kabinett und Kantine als dumme Schuljungens albern zu sehen, hat Spaß gemacht. Und dass Udo Jürgens seine schönen Texte nur schreiben kann, wenn ihm eine süße Blonde aus der Küche die Stichworte dazu zuruft, das haben wir doch immer schon geahnt, ist aber sehr komisch zu sehen. Endlich taucht der Papst auch mal in einer Satire auf, wenn auch nur ganz lieb. Aber immerhin, dafür wäre man noch vor 10 Jahren vermutlich exkommuniziert worden. Aber, die Satire hat die Schwindsucht, traut sich nicht, bleibt öffentlich-rechtlich. Es fehlt an Tempo, Schärfe, Brillanz. Trotzdem, da für Satiresendungen eine halbe Hand zum Aufzählen reicht, sind wir für jede neue froh und hoffen, dass die furchtsamen Kinderkrankheiten überwunden werden und dass die freie Frechheit doch noch triumphiert. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true?